Der Patch 1.5 ist gerade herausgekommen. Und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Und wir schauen uns natürlich jeden einzelnen Punkt an des Changelogs und natürlich auch alle anderen Nachrichten, die damit gekommen sind. Wir starten natürlich mit zwei Updates, die gekommen sind, zusätzlich zu diesem Patch. Und zwar ist das zum einen ein Patch für den Antonio Carraro. Und zwar habe ich hier leider keinen Changelog dazu gefunden und ich konnte das auch jetzt nicht updaten. Bei mir wird es immer noch angezeigt als Update. Ich weiß nicht, wann und wie das dann abgedatet wird, aber es wird kommen. Das zweite Update, das gekommen ist, zusätzlich zu diesem Patchlog, ist das Update für das Precision Farming DLC. Downloadgröße 64,69 MB, jetzt in der Version von 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt: Mulchen und Walzen hat wieder Einfluss auf den Ertrag. Fehlerhafte Anzeige von erwartetem Ertrag angepasst. Ölrettich erhöht den Stickstoff um 25 Kilo pro Hektar. Einfluss von einzelnen Feldern auf die Umweltbewertung ist nun abhängig von der Feldgröße. Probleme, wenn noch keine Felder gekauft wurden, behoben. Unsichtbare Tore bei den Hallen behoben. Umweltbewertung nach der Ernte von Sojabohnen behoben. Stickstoffbedarf von Gras angepasst. Spritzen mit Spot-Spraying-Option bringen Dünger nun nur noch an Stellen aus, die es benötigen. Beim Benutzen von Precision Farming auf alten Spielständen wird der Düngestatus beim Stickstoff angerechnet. Ja, das wird einiges wieder verändern. Jetzt haben wir uns daran gewöhnt, dass Mulchen und Walzen keinen Einfluss mehr hat. Jetzt wird es wieder einen Einfluss haben. Es wird interessant sein, das in der nächsten Zeit zu beobachten, wie sich das Ganze weiterhin verhält. Normalerweise bringt Giants zu einem Patch weiteres Equipment dazu. Dies ist diesmal nicht der Fall. Also das AGI-Pack, das wird dann irgendwann nachgereicht. Das ist definitiv nicht in diesem Pack mit dabei. Deswegen schauen wir uns jetzt gleich das Änderungsprotokoll Punkt für Punkt an. Berechtigung, Produktionspunkte verwalten hinzugefügt, Gülletanks zu den KI-Nachfülloptionen hinzugefügt, Unterstützung für sich bewegende Geräusche mehrerer Animationsobjekte hinzugefügt, Tourabbruch Schaltfläche und Tourschritte Menü hinzugefügt, Bunker-Silo-Update behoben, Kettenzittern bei Jungheinrich ETV 216i behoben. Behoben, dass Schneideeffekte immer noch aktiv sind, während die Schneidevorrichtung angehoben wird. Fester Aufkleber Z-Fight Deutz Fahr Topliner. Das Laden von Spielständen mit benutzerdefinierten Modballen wurde korrigiert. Materialproblem Salek PN2-300 behoben. Fehlende Taschen auf einigen Paletten im Mehrspielermodus behoben. Aktualisierung von NPC-Feldern und Verträgen behoben. UTF-8-Problem mit dem Passwortfeld behoben. Platzierbare Kollisionsprüfungen behoben. Berechtigung zum platzierbaren Umbenennen behoben. Neuauswahl der Aktualisierung der Serverliste behoben. Schlafen im Multiplayer behoben. Tonprobleme mit Hochfrequenz-Audiogeräten, zum Beispiel 192 kHz, behoben. Das Umkippen des Trailers für Clients, die im Multiplayer beitreten, wurden behoben. Die Sichtbarkeit des Fahrzeugcharakters auf dem Clask Serion 5000 beim Richtungswechsel wurde korrigiert. Clask Serion 5000 Clip-Abstand korrigiert. Motorkonfiguration und Basisgewichteinstellungen des MF8S korrigiert. Wrapping-Animation nach dem Verlassen des Spiels während des Wrappings behoben. Der Todzonentext der Kontrolleinstellungen wurde korrigiert. Umgebungsgeräusche im Zeitraum mit Winter behoben. Zentrierkraft mit Force-Feedback-Rädern auf Xbox behoben. Verbesserte Leistung von Weinreben und Oliven auf Hardware mit niedrigen Spezifikationen. Verbessertes Einraste bei platzierbaren Drehungen. Verbesserte Gelenkhöhe des Fendt MT-1100 Trailer Attachers. Verbesserte optionale Gewichtspreiseinstellung für den Clask Serion 5000, erhöhte Palettenlimits, mehrere visuelle NPC-Korrekturen, neue Ergänzungen, AMD Fidelity FX Super Resolution FSR 2.0 hinzugefügt, Schieberegler für die Hochskalierungsschärfe für DLSS FSR 1.0 und FSR 2.0 hinzugefügt, Mischwagen InfoHUD hinzugefügt, wenn der Spieler in der Nähe ist. Und damit kommt natürlich auch das, was schon erwähnt worden ist, die Korrektur der Palettenlimits. Und zwar werden die neuen Palettenlimits sein auf Windows und Mac jeweils 300,
Auf der PS4 75 Paletten, PS5 150, Xbox One 75 und die Xbox Series mit 150 Paletten. Ja, es ist zu erwarten, dass in demnächst auch das AGI Equipment Pack noch nachgeliefert wird. Ich weiß nicht, ob dies jetzt diese Woche noch passieren wird. Angeblich soll es noch einen Factsheet Friday geben am Freitag. Das heißt, es könnte dann nächste Woche kommen. Auf jeden Fall erwarte ich, dass die zusätzlichen Geräte dann nächste Woche kommen werden. Ja, das war's vom Patchlog. Bitte schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr von diesem Patch haltet, ob es das Ganze verbessert, ob es nur ein Trostpflaster ist oder ob es tatsächlich das Game wirklich jetzt viel, viel besser macht. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sehen uns heute Abend wieder zu den Mods von heute. Ich sage Dankeschön, danke, tschüss und hasta luego.